Der Bildungsminister Heinz Fassmann besuchte fast schon staatsmännisch zusammen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache das Bundesrealgymnasium in der Pichelmeiergasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. Thema ist nämlich der Ethikunterricht und der wird jetzt ab dem Jahr 2020/2021 verpflichtend in der Sekundarstufe 2 kommen, also in der Oberstufe vom Gymnasium. Hier in der Pichelmeiergasse in der Schule, da hat man schon seit 5 Jahren hier einen Pilotversuch gemacht und hat den Ethikunterricht umgesetzt mit all jenen, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben oder konfessionslos sind und die eben jetzt dann beim Ethikunterricht teilgenommen haben. Und im Ethikunterricht, da werden Themen, die die Welt betreffen, besprochen und auch der Bildungsminister erläutert, was denn genau Inhalt dieses Ethikunterrichts sein wird. Und besonders interessant ist nämlich auch, wer diesen Ethikunterricht dann machen soll, welche Lehrer hier den Ethikunterricht unterrichten werden. 1300 Lehrer werden gebraucht und die werden schon im Jahr 2019/2020 ausgebildet. 60 ETCS sollen dafür zur Verfügung stehen und man soll eben an der Universität diesen Kurs für den Ethikunterricht ablegen und dann kann man den Ethikunterricht unterrichten. Und da sind nicht nur die Religionslehrer dafür qualifiziert, sondern auch aus verschiedenen Bereichen in der Schule, Psychologie etc. Die können sich da für den Ethikunterricht, für diese Fortbildung melden und das dann auch an der Schule unterrichten. Und jetzt ist man eben sehr froh, dass man den Plan umgesetzt hat und dass auch das Budget für den Ethikunterricht steht. Und deswegen tritt sozusagen der Bundeskanzler zusammen mit dem Vizekanzler hier mit Bildungsminister Heinz Fassmann auf und erklärt bei der Pressekonferenz, was denn die genauen Details des Ethikunterrichts für die Konfessionslosen und für diejenigen, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben, genau betreffen.